In dieser kupferverarbeitenden Fabrik vor den Toren Tokios arbeiten zahlreiche Indonesier. Weil der Betrieb keine einheimischen Arbeiter findet, warb die Geschäftsführung Ausländer an. Das ist in fast allen Industrieländern gang und gäbe, außer in Japan. Bislang bekommen Ausländer nur unter strengen Auflagen eine Aufenthaltserlaubnis. Sie müssen eine Facharbeiterausbildung vorweisen können, Japanisch sprechen und dürfen ihre Familien nicht nachholen. Außerdem müssen sie eine Anstellung in einer Branche finden, in der ein Mangel an Arbeitskräften herrscht. Doch das gilt inzwischen für fast alle Branchen. Schließlich liegt die Arbeitslosenquote in Japan unter 3%. Die Regierung in Tokio plant deshalb, Arbeitsmigranten die Einreise zu erleichtern. Das ist das erste Mal, dass Parlamentarier in Japan Einwanderungsfragen diskutieren. Japan macht damit den ersten Schritt zu einem Einwanderungsland. Allerdings sind die Vorbehalte groß gegenüber Einwanderern. In der konservativen Partei von Premierminister Shinzo Abe gibt es Widerstand gegen eine Neuregelung. Und mehr als die Hälfte aller Japaner steht Einwanderern skeptisch gegenüber.